Ja, servus Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Gothic 2. Letzte Aufnahme ist schon erst länger her. Wir können nur abwarten. Ich weiß nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind, was wir machen wollten. Deswegen gucke ich mal in das Questlog rein. Also wir haben natürlich die Sache aus dem Add-on. Ich weiß allerdings, dass die Add-on-Questreihe relativ schwierig ist. Und ich würde gerne erst ins Minental aufbrechen tatsächlich. Und da die Sachen erledigen. Aber wir haben natürlich auch hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Steintafeln, die Botschaft, was ist das nochmal? Ah ja, Meister Iskarot. Zu dem müssen wir noch. Das können wir einfach mal machen, direkt als erstes. Meister Iskarot finden wir am Kloster der Feuermagier. Ich kann das nicht glauben. Ich muss mich leider ab und zu so ein bisschen räuspeln. Bin ich mir so ganz fit am Hals. Aber das geht schon. Totenstille, keine Musik. Das war doch klar. Ach, ein kleines Kloß im Hals gerade. Von mir hatte das nicht. Hier haben wir noch 4 Lernpunkte. Und es wird noch. Haben allerdings ja bald schon wieder ein Level up. Ah, da kommt die Musik auch wieder. Kann man währenddessen laufen? Nein. Wir gucken dann direkt nochmal Fernandos Geschäfte. Beweise. Ich werde ins Minental aufbrechen, dort mit Kommandant Garon sprechen. Alles klar. Das Friedensangebot zum Söldner müssen wir dann auch nochmal. Und Lee Bescheid sagen, dass das mit dem Friedensangebot so suboptimal funktioniert hat. Weil Lord Hagen will ja nur Lee Absolution gewähren und nicht seinen Leuten, und das wird Lee natürlich gar nicht so toll finden. Aber naja. Oh Gott, das Mikro ein bisschen näher rangeholt, da muss ich nicht so schreien. Wie gesagt, Entschuldigung dafür. Aber das ist nun mal so. Ja, wir sind beim letzten Mal, haben wir einiges an Gold gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 3500 haben wir, da haben wir erstmal ausgesorgt mit. Durch unsere Schmiedefertigkeit. Aber was haben wir noch gemacht? Wir haben da oben die Banditen erledigt. Also wir, beziehungsweise mit Hilfe der Bauern. Wir haben uns dem Kreis des Wassers angeschlossen. Ja, also das ist schon einiges, was wir erledigt haben. Aber wir sind noch sehr schwach und müssen uns erstmal weiter aufpushen. Ich habe ehrlich gesagt keinerlei Anhaltspunkt oder Ahnung, wie viel wir in Stärke zum Beispiel oder in Kampffähigkeit haben sollten, bevor wir ins Minental gehen oder bevor wir eben diese Questreihe um das Addon rum machen. Aber das soll uns nicht weiter stören. Hallo? So. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet mit den Wölfen. Aber nun gut. Wölfe sind für uns nicht mehr so das Problem. Könnten tatsächlich ein Problem für uns sein, weil es einfach zu viele sind. Deswegen mache ich mal gerade einen Abgang. So. Und speichere erstmal, denn sonst müssen wir den ganzen Weg gleich wieder laufen. Den Scavenger zum Beispiel können wir gut mit dem Pfeil und Bogen weghacken. Der labt sich gerade an den toten Wölfen. Das ist Scavenger nämlich schon mal weg. Auch wenn er uns nicht viel Schaden macht. Zusammen mit den Feldjägern läppelt sich das dann schon ganz gut. Hab leider nicht so viel Essen, was ich hier verknusen kann.
Deswegen nehme ich mal das, was ich noch bei mir habe. Und jetzt kümmern wir uns um die scheiß Feldräuber. Wahlweise auch mit Pfeil und Bogen. Weiß nicht, wie viel Schaden das denen macht. Da ich halt die meiste Zeit nicht treffe. Okay, nee, da müssen wir mit dem Stab zuschlagen. Ich hoffe, das schaffen wir. Dass sie uns da nicht zu sehr zusetzen. Diese Feldräuber, wenn man keine kritischen Treffer landet, sind die doch schon sehr kritisch. Aber wenn wir halt relativ gut ins Schlagen kommen, dann ist das noch nicht mal das Problem. Dafür geben die natürlich auch echt 80 Erfahrungspunkte. Ins Schlagen kommen meine ich, dass wir mit einer Zweihandwaffe natürlich eine große Reichweite haben und dafür sorgen können mit der richtigen Abfolge, dass die Monster gar nicht an uns rankommen. Ist bei zwei natürlich schwierig, weil einer wird immer an uns rankommen. Aber, oh, ich habe meine Wurst weggeschmissen. Ich will meine Wurst wieder haben. That's what she said. Also, jetzt kümmern wir uns noch um die Riesenratten da. Oder die Riesenratte. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier sonst noch für Monster sind. Da ist noch eine Riesenratte. Und da hängt noch eine im Stein fest. Hier machen wir noch beide platt. Bogen rausholen ist immer so ein kleiner guter Tipp. Da ihr dann immer direkt seht, wo was für Monster sind, wo was für Leute stehen. Aus Entfernung schon. Und wir sprechen jetzt mit Meister Iskarot. Inos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Ich habe eine Botschaft für dich. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Gut. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Bestimmt. Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Da du dich bereits einer anderen Gruppe angeschlossen hast, wird dir der Zugang verwehrt bleiben. Oh, es tut mir aber leid. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers. Ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen, um zu Innos zu beten und sich segnen zu lassen. Und für eine kleine Spende bekommst du bei mir verschiedene nützliche Dinge. Ah, bei dem kann ich was kaufen, okay. Ich muss mal kurz weg. Ich bin in spätestens einer Minute wieder da, also bis gleich. So, sorry, da bin ich wieder. Was kann man denn bei dir kaufen? Zeig mir deine Ware. Oh, Spruchrollen sind immer gut. Heiltränke. Ring der Erleuchtung. Mana-Bonus und Lebensenergie-Bonus ist auch nicht verkehrt. Feuerpfeile und Feuerbälle sind in der Tat aber relativ nützlich. Wolf rufen ist auch nicht schlecht. Eine Windfaust. Ist das Schlaf? Eispfeile. Oder Blitze. Magieschaden 30, Magieschaden 25, Magieschaden 75. Also die Feuerbälle, die holen wir uns auf jeden Fall schon mal. Die
Feuerpfeile. Ja, komm, das Gold haben wir. Nehmen wir auch mal mit. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Wir können ihm noch ein paar Sachen verkaufen. Beispiel hier so ein paar Degen. Und Bögen. Und was ist das hier? Ein Ring, den wir nicht anhaben. Ring des Wassers von Lars. Ah, den müssen wir dem noch wiedergeben. Na gut, das soll erstmal reichen. Ah, gib uns mal deinen Segen hier. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Habe ich ein bisschen rumgequietscht hier. Möge Innos allzeit über dich wachen. Jo, alles klar, Alter. So, ich habe gesehen, hier hinten sind noch ein Feldräuber. Einer oder zwei. Einer ist cool, zwei sind uncool. Das ist einer. Also wenn wir einen kritischen Treffer mal landen, dann ist das auch gar nicht mehr so schwer gegen die zu kämpfen. Aber gerade eben haben wir halt einfach null kritische Treffer gelandet. Das war dann nicht so cool. So, da war noch ein Scavenger. Dann können wir... Oh, hier sind noch mehr Scavenger. Scheiße. Das war schlecht. Nein! Ich will nicht sterben! Ein Mistvieh weniger. Puh. Schwein gehabt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so viele sind da. Die haben mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht, ey. Na gut. Einen hat er jetzt getötet. Das ist nicht das Problem. Einer hat sich da jetzt niedergelassen. Zwei haben sich da niedergelassen. An der Leiche. So, dann werde ich versuchen, die jetzt einfach mal hier umzuknüppeln. Jawohl. Und dann haben wir nämlich auch ein Level Up. Dass wir wieder neue, schöne Sachen lernen können. Ist hier noch einer, oder? Schläft da noch einer, oder? Zwei schlafen da sogar noch. Ja. Hallo? Das ist aber nicht cool. Ich muss echt auf Waffenfertigkeiten gehen, das geht sonst gar nicht. Und dies geht sonst gar nicht. Ich glaube, das ist auch das nächste, was ich lernen werde, da wir eh zu Lieshof müssen. Oder Onashof. Das ist tatsächlich das nächste, was ich ausbilden werde, mal 10 Punkte in Zweihandkampf. Haben ja Einhänder einmal gelernt. Es hieß ja, man soll beides gleichzeitig lernen. Dann denke ich mal, verbessern wir Einhand nochmal, oder? Ich schau mal, was wie viel kostet und dann entscheide ich. Wird auch heute keine so lange Aufnahmesession. Ich denke, 2-3 Folgen. Da ich morgen wahrscheinlich wieder aufnehmen werde. Morgen bin ich den ganzen Tag unterwegs. In der schönen Stadt Köln. Da werde ich also keine Zeit haben, für großartig was zu machen morgen, aber Sonntag dann wieder. Wer bist du? Ruka. Geht's da eigentlich hin? Geht's da zum Pass? Oder wohin geht's da? Zum Pass, Tatsache. Da wollen wir jetzt noch nicht hin. Wir gehen jetzt erstmal zu Lieshof, Onashof, whatever.